Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together mit mir, dem Pfarrer und dem Ementor. Ja, mit den Sprüchen, wisst ihr. Wir zocken heute Guild Wars 2. Wie ihr schön sehen könnt, habe ich hier schon einen Level 80er. Ementor auch. Angeber. Ja. Und wir beginnen das ganze Spiel nochmal von vorne und zeigen euch die ganze Pracht von Guild Wars 2. Und wir beginnen mit der Charaktererstellung. Die Charaktererstellung. So. Wir können uns jetzt entscheiden zwischen den Menschen. Den Text unten könnt ihr euch ruhig selber durchlesen, sonst haben wir mehr als 20 Minuten Aufnahme, wenn wir alles durchlesen würden. Da wir es können. Wir können die Norn auswählen. Schneevölkchen. Azura. Ein intelligentes Völkchen und ziemlich klein. Und sehr sarkastisch. Ja. Die Silvari. Baummenschen. Für WoW-Spieler Druiden. Badam. Und die Cha. Können man auch vergleichen mit den Tauren. Ja. Und für was für ein Volk entscheiden wir uns denn? Tja, die Nonnen sind eigentlich schon cool. Ja, mein Mensch ist noch deswegen. Die Menschen sind aber auch so gesehen auch kein schlechtes Azura, niemals in meinem Leben, erhäng mich. Und Silvari, ach die... Später. Aber die Cha, ich hab noch keinen Cha, und du? Nee, ich hab einen Krieger-Cha, aber egal. Ich bin kein Freund von Silvari. So, ja. Dann machen wir einen Cha. Cha, ja. Cha! Ich mach einen männlichen Cha. So, die Klassen. Wir können uns entscheiden zwischen Elementarmagier, Waldläufer, Nekromant, wie auf Guild Wars 1, den Krieger, Wächter, die neue Klasse, die es in Guild Wars 1 nicht gab, der Dieb, auch neue Klasse, für mich eigentlich so ein Mischmasch zwischen Dieb, Schurk aus WoW und Assassine aus Guild Wars 1. Messmer kennt man auch noch immer aus Guild Wars 1. Und den Ingenieur, der auch für Guild Wars 2 neu dazugekommen ist. Alles sehr spektakuläre Klassen. Für was für eine Klasse entscheidet sich denn unser Ementor? Tut mir leid, ich war aufmerksam, während du hier die Klassen erzählt hast. Schnarch. So. Ja, ich bin eher für eine Nahkampfklasse, also, und Dieb, nee, Dieb mag ich nicht, ich mochte schon WoW keine Schurken, weil ich Mage war, deswegen, Krieger habe ich schon, ich habe noch keinen Wächter, Nahkampf, perfekt. Er nimmt den Wächter. Und ich entscheide mich für... 3 Stunden später. Ja, das ist eine gute Frage, was für eine Klasse nehme ich? 4 Stunden später. Nerv nicht. Ich entscheide mich für den Nekromanten. Nekromant. Jetzt nochmal ein bisschen Körperdetails. Der Atembuch soll er es haben oder nicht? Was haben wir? Oh, Körperstatue. Puh, das ist ja eine heikle Entscheidung. Okay, das so, das fällt. Ist Fell. Komm, wir nehmen das. Fellfarbe. Der sieht böse aus. Cool, böse. Ja, das wird meine Farbe. Ich muss noch Farbe suchen. Richtig furchtanflößend für Neko. Das passt. Jetzt das nehme ich. So, Kopf. Schnauze.
Na, Frisur. Also Frisur war auch so schwarz mit bla bla. Hörner. Ich glaube, wir nehmen die. Komm, wir nehmen die. Kuh, das ist schön, das ist schön. Ich nehme den. Das ist cool. Das ist besser. Das ist wirklich. Das gefällt mir. Rüstungsfarbe. Ach, da bist du schon da, ich sprach länger. Wenn es gerade nicht lecken würde. Das ist nicht gut. Nee. Das Leckphantom ist zurückgekehrt. Bam, 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 bam. Ja, wir kleiden uns mal in Emmenhund. Ach, die Augen, nein. So, was nehmen wir da? Hier, die Tod. Der Tod ist des Nekromanten steter Begleiter. Zur Erinnerung, zeichne ich mein Gesicht mit dem Symbol eines Trickser-Dämons. Was nimmst du? Eines Totenschädels? Schreckensgespenst. Ja, ich nehme Totenschädel. Totenschädel oder was? Für meine Klasse? Mal sehen. Ich nehme die Würde. Ich bin zugehörig bei, was nehmen wir da? Blutlegion oder wie? Also ich bin, Asche, Eisen. also hier mal die Eisenlegion, Aschelegion oder Blutlegion. Ich bin für die Blutlegion. Blutlegion und tja, ich meine, yeah. Wer soll denn unser besonderer Trupp sein? Reva. Windling. Klauensporn. Öreal. Oder Maverick. Ich Reva. bin für Maverick. Ah, ich bin auch für Reva. Weaver, Weaver, Weaver. Hat aber auch Ah. ein bisschen. Ja, oder doch eine Frau, wäre doch mal was anderes. Komm, wir nehmen die Frau. Wer jetzt? Reva. Reva, okay. Reva. So, man sagt, mein Gut. Erzeuger sei ein Schamanenhexer, loyaler Soldat oder ehrloser Gladio. Was meinst du? Ich weiß es nicht. Ich bin für ehrloser Gladio. Oder sollen wir? Ne? Doch ein ehrloser Gladium. Okay. Ich bin auch dafür. So, die Name. Der Name. Ich nenne mich natürlich Elementor. Dieser Name ist schon vergeben. Puh. Dann einen schönen Vornamen. Mentor Titanklaue. Ja, tschau. Und du? Ich bin Pfarrer. Ja. Pfarrer Eichenschild. Copyright, Copyright. Scheiß drauf. Gut, dann. Let's go. Ich bin Char. In dieser Welt ständiger Kämpfe bin ich die tödlichste aller Waffen. Ich erkenne keine Macht an, nur die geballte Faust meiner Legion. Mit Kampfmaschinen haben wir unsere Götter getötet.
Wir haben unsere Heimat Ascalon zurückerobert. Auf den Gräbern der Feinde flattern unsere Siegesbanner. Wenn wir schwanken sollten, könnte er uns durch die Klauen rinnen. Sieg um jeden Preis. Die Blutlegion ist meine Mutter. Die Blutlegion ist mein Vater. Wir Char sind in den Kampf geboren. Wir leben auf dem Schlachtfeld. Ich werde im Kampf sterben. Wir sind Soldaten, Bodentruppen, Frontinfanterie. Wir stellen den Gegner direkt. Ich habe mir den Respekt der Kameraden verdient und für den Bedarfsfall Bündnisse geschmiedet. In der Blutlegion lehrt man uns die Bedeutung des Wortes Pflicht. Wir geben nie nach. Heute ziehen die Soldaten der Schwarzen Zitadelle gegen die Geisterplage ins Land. Ich bin zur Verstärkung des Bollwerks eingeteilt. Soll die Asche-Legion in den Schatten lauern? Soll die Eisenlegion ihre Kriegsmaschinen bauen? Ich höre nicht auf zu kämpfen, bis nur noch eines auf dem Schlachtfeld steht. Ich. Das ist meine Geschichte. Und so beginnt man in Gildrus 2. Tja. Mit der Erklärung seines eigenen Charakters. Und dann spielt man bis Level 80 seine eigene Geschichte. Und jeder Spieler hat eine andere. So, Inventor Titanenklaue. In Gruppe einladen. Ah, Mist. War schneller. Und wir legen los. Reva! Para-Eichenschild. Okay. Töten wir sie. Los. Sie sollen leiden. Ich brauche eure Hilfe. Tribun Brimstone hat mich in die Gruft befohlen, aber ich bin zu erledigt. Ich schaffe das nicht. Was ist da so wichtig, dass der Tribun der Blutlegion sich persönlich darum kümmert? Der Geist von Herzog Baradin ist viel stärker, als wir gedacht haben. Seine Armee hat gerade unsere Verteidigungslinie durchbrochen. Ridlock wird ihn frontal angreifen. Wenn er es schafft, wird es Wochen dauern, bis sich der Geist neu gebildet hat. Und wir können unseren Verteidigungsring wieder aufbauen. Schon unterwegs. Ha-cha. Und das ist unser Ziel. Die bescheuerte Gruft. Tja, wir werden das natürlich schaffen, ne? Wer wird es nicht schaffen, ne? Ich, nein. Zack, bumm, und untergegangen. Ich hab eine Axt. Dann kämpfe ich als Necro mit einer Axt. Ist auch mal was Neues. Wieso nicht? Geister schickten auch durch die Verzweiflung Bauern in die Schlacht. Mhm. Ich
Auch Bang. Geister sind verwundbar. Ja, aber es sind doch Geister. Theoretisch sind sie doch nicht verwundbar. Alles geht. Okay. Juncha, wir sind Cha. Na los. Komm. Können wir rein? Ach, es kommen noch mehr. Trete zurück. Vergesst eure Befehle. Niemand betritt diese Gruft ohne meinen ausdrücklichen Befehl. Also mit dem Reden bringt auch nichts. Wir müssen hier kämpfen. Wir müssen kämpfen. Los, boom, snack, boom. Und boom. Ich sag bang, 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 die bang. Sag bang, 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 die bang. Geschafft. Ich halte diese taktische Position nicht. Macht das Tor auf oder ihr verliert euren Schädel. Sofort! Ridlock braucht Verstärkung. Los, 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 los. Heißt hier, was wollt ihr? Wir sind die Verstärkung. Wir sind die Cover. Sind wir das? Verdammt, ich dachte, sie wären die Verstärkung. Für uns. Wir brauchen keine Verstärkung. Komm, bam. So. Nach vorne. Nach vorne. Bisschen schneller. Push, push, push. Tribut. Wir haben noch 3 Minuten. Das wir verbeugen wir. Uns vor euch. Ja. Tötet die Geister. Wir werden obsiegen. Tötet die Geister. Alles wird sich ändern, wenn wir Pose. Ist doch so. Ja. Da ist er. Ja, nee, ist klar. Der Necro hat natürlich wie immer Aggro daran. Ja, selber schuld, dass du Necro geworden bist. Du bist Wächter, du bist die Tank-Klasse. Tja. Wenn du die Aggro nimmst, hast du die Aggro. C'est la vie, ne? Tja, ich hab mehr Rüstung als du. Ich will den Cheat auch haben. Epic. Ja, tja. Du hast diesen Sheet nicht? Ich hab einen anderen. Ah. Schau aha, mal, das ich, also. Ich bin der Tod höchstpersönlich. Schau mal nach hinten. Komm. Da, ah, los. 1, 2, 3. 1. 1. Er wird grauenhaft sterben. Er ist schon gestorben. Er ist schon tot. Eben. Boom. Ja. Da fällt er. Noch eine Minute, Pfarrer. Das reicht. Okay. Ich habe von eurer Leistung in der Gruft gehört. Bin beeindruckt. Das Kommando hatte Tribun Brimstone. Ich habe nur meine Arbeit getan. Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Ihr war Teil der Truppe, die Baradin bezwungen und den Geisterangriff abgewehrt hat. Rauchheim ist jetzt sicher.
und ihr habt mit dazu beigetragen. Aber die Leute sind immer noch nervös. Es wäre gut, wenn sie sähen, dass jemand wie ihr da ist und sich kümmert. Je schneller wir hier für Ordnung sorgen, desto früher sind die Legionen wieder einsatzbereit. Ihr könntet helfen. Ich hätte lieber Freiwillige, aber wenn Befehle nötig sind, werde ich sie erteilen. Das wird nicht nötig sein, Legionär. Ich melde mich hiermit freiwillig. Mann, ich aber nicht, Gülacar. So. Und geschafft. Was Wie nehme ich? Kriegshorn oder Fokus? Na, das musst du entscheiden. Ich nehme an. Das Horn. Macht mehr Schaden. Also hat mehr Waffenstärke. So, ich meine, das ist der Ende dieses Parts, des ersten Parts von vielen, vielen. Das war's denn mit dieser Runde. Yep. Hinterlasst uns Kommentare mit Kritik und wie es euch gefallen hat. Tobt euch aus, wir wollen, dass es euch gefällt und dass wir uns verbessern. Also, hinterlasst ein Kommi, Like und verteilt es. Bitte und danke. Und das war's dann für diese Folge. Cheerio!